Chemie, Physik, Mathe, Biologie, Geografie. Naturwissenschaften genießen unter Schülerinnen und Schülern nicht gerade den besten Ruf. Sie seien langweilig, trocken und uncool. Dabei liegt diese Einschätzung oftmals daran, dass im Unterricht die Lebendigkeit und das Spannende von Forschung nicht gut genug transportiert wird. Der Verein Schulen ans Netz hat daher gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt Naturwissenschaften entdecken ins Leben gerufen. Ziel von Naturwissenschaften entdecken ist die Förderung von einem attraktiven naturwissenschaftlichen Unterricht. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir Fachkräftemangel allenthalben haben. Und wo, wenn nicht in der Schule, will man junge Menschen für naturwissenschaftliche oder Ingenieurberufe gewinnen? Im Nordosten von Leipzig liegt das Friedrich-Arnold-Brockhaus-Gymnasium. Der Human Development Index, kurz HDI, steht heute auf dem Geografie-Lehrplan der 8. Klasse. Ja, guten Tag, liebe Mädels und Jungs. Wir sind heute hier im Rechnerraum, um einmal rauszukriegen, wie aussagekräftig ist der HDI. Und das Zweite, was wir tun wollen, ist mit Abfragen klären, wie zwei Länder, die den gleichen HDI haben, ob die gleich sind oder ob die unterschiedlich sind. Mit vorhandenen Daten der UNO erstellen die Schüler nun ihre eigenen Karten. Dazu nutzen sie ein sogenanntes WebGIS. Das WebGIS ist ein internetbasiertes geografisches Informationssystem, in dem Daten fest eingestellt sind, die ich mit geografischen Informationsmitteln, mit Abfragemanager, mit Kartengestaltung sozusagen abfragen kann und entsprechend auswerten, analysieren kann. Und das ist der Vorteil gegenüber jetzt vielleicht der normalen, in Anführungsstrichen, Mittel wie Lehrbuch, wie Atlas, wie Lexikon. Selbstorganisiertes Lernen und der Wissensaustausch untereinander fördern den Erkenntnisgewinn. Der Lehrer wird zum Lernberater. Der Unterricht wird in der Richtung verändert, dass die Schüler selbstständiger arbeiten, dass die also feststellen, dass das Internet auch für inhaltliche Arbeit dient und nicht bloß für Spielerei. Und das Zweite ist, dass die Kompetenz, Informationen sich als neuen Medien zu beschaffen, so wie es der Lehrplan vorschreibt, dass die voll erfüllt wird. Das Ziel soll eigentlich sein, dass Schüler selber seine Karte baut und selber die Farbgebung einstellt, selber die Klassifizierung einstellt, um ganz einfach auch einen kritischen Blick zu bekommen, ist die Karte jetzt sinnvoll gestaltet oder werde ich hier manipuliert? Dieser kritische Blick ist auch für Professor Norbert DeLange entscheidend. Deshalb verfolgt auch das von ihm an der Universität Osnabrück entwickelte WebGIS das gleiche Ziel, das Hinterfragen von digitalen Daten. Und das führt dann dazu, dass man darüber nachdenkt, ja, wie kann denn überhaupt eine Karte produziert werden? Wie wahr ist eine Karte? Immer vor dem Hintergrund, die Karten haben wir selber erhoben, sind uns nicht vorgegeben. Die Karte haben wir selber erzeugt. Das heißt also, wir sind die Macher und haben letztendlich die Verantwortung auch für diese Karten. Und wir sind auch überzeugt, eine gute Lösung zu haben. Das heißt, 5 Gruppen, wenn man Gruppen aufteilt, sind der Überzeugung, 5 gute Karten zu haben. Umso überraschender ist hinterher das Ergebnis, dass diese 5 Karten sich unter Umständen widersprechen. Und dann setzt der Denkprozess ein, ja, dass man eine Karte hinterfragt, dass man die Klasseneinteilung diskutiert, dass man erstmal den Indikator diskutiert und natürlich dann auch letztendlich die Aussage diskutiert, die mit einer derartigen Karte zu produzieren ist. Und dass die Verantwortung desjenigen, der diese Karte erzeugt, ganz wesentlich ist. Dinge, an die die Schüler und vielleicht auch Sie bisher noch gar nicht drüber nachgedacht haben, sie nehmen die Karte so, wie sie ist, hin, als wäre es Wahrheit. Die WebGIS-Anwendungen sind so modular und vielseitig einsetzbar, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin den Einsatzumfang selbst bestimmen kann. So kann man niederschwellig anfangen und der Einsatz des Computers kann mit dem Projekt wachsen. Man sollte klein anfangen. Das heißt, das WebGIS ist ja so aufgebaut, ich kann da auch vieles für mich, für die Unterrichtsvorbereitung nutzen. Und dann kann ich auch, nächster Schritt, erst einmal ein Projekt machen, indem ich sage, lerne an Station. Und eine Station wäre dann die Arbeit mit WebGIS. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt will ich mal den Schritt wagen, dann kann ich natürlich auch mit einer Klasse in so einen Computerraum gehen und kann dann mit allen arbeiten. Frage, die am Anfang der Stunde stand, war ja, wie aussagekräftig ist der HDI? Das ist ja nur ein Durchschnittswert und ich denke auch, dass wenn man die Lebenserwartung und Wirtschaftsleistung vergleicht, sollte man dann noch genauer sich das angucken und deswegen ist es nur aussagekräftig als Durchschnittswert. Die Kinder danken es einem
weil das, was die dort selber gemacht haben am Rechner, das ist für die einfach mehr drin. Also die behalten das besser und es macht auch am Ende mehr Spaß. Also Unterricht macht einfach mehr Spaß. Ihr fahrt bitte die Rechner runter und auf Wiedersehen. Naturwissenschaften wieder spannend und attraktiv zu machen. Das ist das Ziel des Projekts Naturwissenschaften entdecken. Erreicht wird das mit neuen Lern- und Lehrangeboten von der Grundschule bis zum Abitur und dem Einsatzmix von digitalen Medien und bewährten Methoden. Bei allen Ideen stehen die Schüler im Mittelpunkt. Für sie soll der Unterricht Freude bringen, denn nur so ist nachhaltiges Wissen vermittelbar. Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht in der Zukunft, ich glaube, da würde aufgehoben werden die jetzt noch häufig bestehende Trennung zwischen Fachraum, Chemieraum, Biologieraum und Computerraum. Das heißt, Rechner sind gleich da, wo ich sie brauche, im Unterricht, im Fachraum verfügbar. Mobile Geräte, die genutzt werden können, dann, wenn ich sie brauche. Das ist das eine. Ein anderer Aspekt ist, dass die Komponente Arbeit über das Internet noch stärker wird, dass Schulklassen vernetzt miteinander arbeiten, um auch so ein bisschen das, was in der Wissenschaftler-Community gang und gäbe ist, im Unterricht abzubilden, dass ich eben zum Beispiel Daten in Norddeutschland und in Süddeutschland erhebe und die miteinander vergleiche oder vielleicht das Ganze auch über Länder- oder Kontinentengrenzen hinweg machen kann. Naturwissenschaften entdecken bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Methoden, Anregungen und Ideen, den Unterricht zu bereichern. Jede Lehrerin, jeder Lehrer kann sofort damit anfangen. Der Erfolg ist gewiss.